Hi, herzlich willkommen auf meiner Patreon-Seite. Mein Name ist Richie Bettauer, im Internet eher bekannt als Datenschmutz. So heißt auch mein Weblog. Und dieses Weblog ist auch der Grund, warum ich Patreon.com jetzt mal ausprobiere. Neuer amerikanischer Online-Service, recht spannende Idee, richtet sich an Content-Creators, also an alle, die regelmäßig neue Inhalte ins Netz stellen, seien das jetzt Cartoons, seien es Videos, Zeichnungen, Fotos, aber eben auch Blogbeiträge. Das Ganze ist so zu verstehen wie eine Art Kickstarter, aber eben nicht für Einzelprojekte, wo man Summe X sammelt und das Ding dann baut und seine Fans verschickt, sondern als eine Art laufende Unterstützung für Personen, die man eben deren Inhalte man gern konsumiert. Ich selber lese sehr viele Online-Cartoons, bin so auf Patreon gestoßen, ist vor einigen Monaten in Amerika gestartet und stoßt dort auf sehr viel Resonanz. Nicht zuletzt deshalb, weil immer mehr YouTube-Channel-Betreiber unzufrieden oder immer unzufriedener werden mit den klassischen Monetarisierungsmöglichkeiten, die es eben da gibt. Und Patreon funktioniert, wie gesagt, so, dass die Benutzer auf freiwilliger Basis entweder einen monatlichen Betrag oder einen Betrag pro Webcartoon, pro Foto, pro Blogbeitrag bezahlen. Mit einer monatlichen Obergrenze. Ist sehr nett umgesetzt und ist sozusagen eine Entsprechung des digitalen Mäzenatentums. Also eine Möglichkeit, auch die Leute, deren Inhalte man gerne konsumiert, zu motivieren und denen auch zu zeigen, dass einem das wert ist. Ist keine Paywall, das heißt, die Inhalte sind nach wie vor vollkommen frei zugänglich, sondern ein Ort der Wertschätzung. Und die Umsetzung gefällt mir ganz gut. Und deswegen habe ich beschlossen, das Ganze jetzt mal auszuprobieren für Datenschmutz. Ich habe in der nächsten Zeit vor, eine Reihe von Tutorials zu schreiben. Wie startet man einen Blog? Welche Aspekte sind da aus SEO-Gründen wichtig, aus SEO-Aspekten, was muss man beim Content-Marketing beachten, wie spielen die ganzen Social-Media-Plattformen zusammen und ja, wenn Ihnen das kleine Unterstützung wert ist, würde mich das natürlich sehr freuen. Also, liebe Patrones, schauen Sie sich mal um und auch nicht zu unterschätzen bei Patreon, dadurch, dass das schon recht viele Personen benutzen, findet man natürlich auch sehr viele tolle Inhalte dort. Also von beiden Seiten ein recht gut durchdachter Service. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und soweit ich weiß, bin ich der erste deutschsprachige Blogger, der das bisher ausprobiert. Also, ich erwarte mir da jetzt nicht Multimillionär zu werden, höchstens Millionär. Aber wie gesagt, spannende und charmante Idee. Schauen Sie sich's mal an. Richie Blogfeld, einer macht.